Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Ich habe mich hier mal aus dem Sperrgebiet verpisst. Und wir können jetzt überlegen, was wir machen. Beziehungsweise ich kann überlegen, ich kann es euch nur sagen, ne? Wir können entweder die Tempeljagd weitermachen, einen Assassinenauftrag, oder wir können zur Hauptmission gehen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Assassinenauftrag an. Der ist ja hier 30 Meter nur entfernt. Gucken wir mal, was wir da wieder machen müssen. Wahrscheinlich wieder irgendeinen lautlos töten. Schätze ich einfach mal, ne? Sehr wahrscheinlich. Der Sklavenhändler, also ein wahnhafter Sklavenhändler, wurde im Herzen der Stadt bei der Ausübung seines widerwärtigen Geschäfts gesehen. Und der Typ muss natürlich sterben. So sieht der Typ aus. Auch so eine Kapuze auf wie wir. Na, Sklavenhändler, Jungs, ist ja damals was Normales gewesen. Aber natürlich tolerieren wir das heute nicht mehr. Das heißt, wo ist der Typ? Meter weg, ne? Laufen wir mal hin. Können wir hier runter? Ja. Uiuiuiuiui. Ich glaube nicht, dass wir da wieder hochkommen würden. Aber was soll's. So, ihr seht schon, ich habe nicht wirklich weitergespielt. Das heißt, ich werde es dann irgendwann mal zwischen den Aufnahmen so machen, dass ich dann... habe auch überlegt, dass ich dann alles einnehme. Erstmal die ganzen Aussichtspunkte und... Mann, standen da viele Wachen und was ist denn da? Krass. Und die ganzen Truhen und sowas. Und dass wir dann mal irgendwann die Hauptmission dann weitermachen. So, was müssen wir machen? Wir müssen erstmal jetzt hier irgendwo hoch. Wo kommen wir denn hier sinnvoll hoch? Ja. Nö? Kann man sich hier irgendwie hier an dem Städte nehmen? Nein, nein, geh weg. Okay, Trick 17b. Wir laufen zum Nachbargebäude. Und den dann hier hoch. Ja, komm, Notenblatt interessiert uns jetzt erstmal nicht. Was macht der denn? So, Achtung, Sperrgebiet, da ist auf jeden Fall einer. Moment, den wir zögern, vergeuden wir Zeit und Luft. Aber hallo. Leise. Okay, der andere tut gerade weg, das heißt. Boah, war aber knapp, Freunde. Knappotinski. Wo ist denn der Typ? Ich sehe ihn gar nicht. Aha. Da haben wir ihn. Ist hier noch jemand auf den Dächern? Nee, also der muss erstmal sterben, Freunde. Genau, hau ihn runter, damit auch alle wissen, dass wir da sind. Klasse Idee, Freunde. Ganz klasse Idee. Da ist jemand. Da sind zwei Deppen. Kann ich nicht markieren? Kann ich nicht. Und der ist, da ist die Nadel. Im Moment guckt keiner rein. Wenn wir jetzt von oben hier runterspringen würden. Was machst du denn? Du sollst da runterspringen und den Typen umbringen. Jetzt guckt der Typ die ganze Zeit zu mir. Ist auch blöde, ne? Ah, jetzt guckt er weg. So, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Und es kriegt hier einfach keine Sau mit. So, und weg sind wir, Freunde. So einfach liegt ein Assassinenauftrag, sag mal. Wenn man sich mal ein bisschen vorbereitet, kann man halt mir auch machen. So, jetzt können wir eigentlich den nächsten Assassinenauftrag gleich mal machen. Kommen wir uns, laufen wir kurz hin. Besten nicht durchs Sperrgebiet durch. Müssen wir auch gar nicht, können wir hier außen rum. Alter! Nice! Geiler Sprung auf jeden Fall. Unser Typ kann schon was hier, der Kenway. Achso, und irgendwann wollte ich auch mal bei Wikipedia oder sowas nachgucken. Oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine. ob dieses James Kidd, ob dieses Menschlein, ob das weiblich oder männlich ist, hey. Weiß ich immer noch nicht. So, können wir da eigentlich hoch oder schafft er das nicht? Ist die Steinung zu krass so. So, nach vorne lehnen. Nicht daran. Nach vorne lehnen und hochlaufen. Komm. Ach, Mann, ey. Mal wieder außen rumlaufen hier. Zack, zack, zack. Wir haben ja auch ein paar Assassinenaufträge, oder? Gucken wir mal. Wie viel haben wir denn? 3 von 6 haben wir schon. Also 3 müssen wir noch machen. Vielleicht schaffen wir ja die in dieser Folge. Das wäre natürlich was. Jo. Oder ist er einfach unten rum durch. Nice. Das sind auf jeden Fall coole Sachen, dass man so eine kleinen Bonus-Features eingeplant hat, beziehungsweise die eingearbeitet hat in das Spiel, dass man halt nicht über jeden Zaun einfach rüberklettern muss oder sowas, sondern dass er auch mal rüberspringt
Oder dass er halt auch mal, also mit einmal sozusagen, nicht darauf aufkommt und dass er auch mal unten rum drin läuft. Und was ist hier? Der Richter, ein korrupter Richter, der in Port Royal lebt, hat zu viele Unschuldige an die Galgen geschickt. Er muss aufgespielt werden und soll sterben. Aber was ist denn hier los? Warum kriegen wir keinen Bonus? Was ist denn da los denn mal? Und den müssen wir jetzt also an sich nicht heimlich töten. Ach du Scheißkleist. Ach, wo ist er denn? Er ist drüben. Ne, Freunde. Ne. Das machen wir nicht. Dude, dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir zum Aussichtspunkt und machen mal die Hauptmission. Leg mir am Arsch. Ich fahre jetzt nicht erstmal auf eine andere Insel. Ja, kein Bock drauf. So, erstmal müssen wir zur Mühle. Da kommen wir, glaube ich, hoch. So, mal hoch hier. Links jetzt. Da links ist ein Steinjunge. Sehr gut. Dann ist da links... nee. Machen wir nochmal. Also, du sollst da links hoch. Und dann sollst du da hoch. Perfekt. Und am besten heute noch. Da ist nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt mal links lang laufen. Gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Ja, nicht so. Ah, hier ist ein Spalt. Ich glaube, beim Spalt kann man sich auch irgendwie hochziehen, ne? Trick 17b hier, Freunde. Okay. Zack. Ach so, und da ist er wieder. James Kidd. So, die Mission nehmen wir erstmal noch nicht an. Erstmal nehmen wir hier noch synchronisieren. Mir gerade den Typen mal so ein bisschen angeguckt. James. James ist halt ein Name, eigentlich ein Männername. An sich, oder? Meine Titten hat er auch nicht. Muss man beim Mann immer checken, ne? Hat er Titten oder so? Ne? Ich glaube, das ist echt ein Mann, aber der hat halt eine sehr weibliche Stimme. Ich glaube, das ist aber ein Typ. So. Mann, der sieht aber im Gesicht auch so weiblich aus. Ich kam nach Kingston, um mein Ziel zu finden. Saufgelager haben keine Priorität. Ey, das ist ein Mädel. Zusammenarbeiten, weißt du? 100 Pro. Du willst Lawrence Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Geile Aussicht. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Die da für ein komisches Messer. Sie auszuschalten. Und die hat Lippenstift, Freunde, ist eine Frau. Wir sagen jetzt einfach, es ist eine Frau. Du heißt nicht James, oder? Ah. Meistens nicht. Komm mit. Aha, Rätsel ist gelöst, Freunde. Die hat sich quasi nur den James-Namen wie nennt man das am besten? Angedichtet, damit sie halt in der Männerwelt, weil Piratenwelt ist halt die Männerwelt, ne, im Endeffekt. Kann ich ja auch runter? Danke. Dann nicht so auffällt, ne, weil Frauen werden ja da eigentlich immer minderwertig dargestellt. Und auf dem Schiff geht ja immer auch die Regel, ne, eine Frau bringt Unglück an Bord. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken jetzt hier. Wir gehen quasi genau in dieses Sperrgebiet rein, wo wir gerade schon drin waren. Mehr schlecht als recht. Zuerst mal verstecken wir uns. Oh, wen haben wir hier? Den haben wir auch nicht. Zack! Da hinten sind auch noch welche. Ach, du heiliger Freunde. Du Scheibenkleister. Okay, ich glaube, wir können auch wieder aber hier rein. Hey, wollte uns hier oben nicht dieser Spanier besuchen? Wenn du Prinz vor mir siehst... Easy. Geil, du bringst zwei Leute um und trittst irgendwie. Hast immer noch sieben Leute vor dir. Und ziehst hinter uns. Kannst du dich mal bitte ducken, Mädel? So, der ist weg. Ach, auf der Tasi uns, wir haben hier richtig ordentlich zu tun. Eigentlich müssen wir den Typen auch noch umhauen. Super Idee, Freunde! Keine Gnade. Interloper, raise the alarm.
Nichts da! Okay, jetzt haben wir definitiv verkackt. Gibt's hier irgend so ein Fass, was wir... Gibt's hier irgend so ein Fass? Wie laufen wir jetzt immer weiter hier rein, oder was? Gibt's hier irgend so ein Fass, was ich kaputt sprengen kann? Trifft mich doch eh nicht, wenn ich so seitwärts laufe. Okay, haben die uns? Sehen die uns? Und wo ist James denn? Alter Schwede, sind das viele Wachen. Hört auf! Hört auf nachzugucken! Nein! Jetzt, ja, klar, fang mich noch. Du Sau, guck mal auf der Karte, wie viele Leute hinter uns her sind. Jetzt hör da mal auf, Junge! Was sollten die ganzen Typen machen? Die haben ja hundertprozentig dann verloren. Und der Typ fängt uns auch immer, ne? Der nervige kleine Trunkenbold. Wisst ihr was, Junge? Sag mal, kannst du mal schießen? Schießen tut meiner auch nicht mehr. Hat da einfach keinen Bock mehr drauf. Ey, es geht mir auf den Sack. Find it me. So, Junge. Oh, oh. Nein, wir haben der nächste von diesen Typen. Dann quatscht die mich auch noch auf Englisch zu. Also, Jungs, so solltet ihr das nicht machen. Wir müssen auf jeden Fall immer in diese Felder rein. Dann sehen wir uns nicht so wirklich. Problem ist, dass die halt die Felder nicht durchgängig sind, ne? Überall sind hier immer irgendwelche Sachen. Kannst du ihn umbringen? Und das meine ich mit der Steuerung, Jungs. So, immerhin einer weniger. Easy. So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal hier oben hoch. Tschüss. So, Jungs, will jemand hochkommen? Nein. Wo ist denn du hin? Hoch. Das ist übrigens eine super Taktik. Obwohl jetzt nicht mehr... Geil, der Typ mit der Bombe hat uns gerade übelst geholfen! Jawohl, genau das wollte ich. Jungs, und ich glaube, wir haben hier echt eine Menge Typen umgehauen. Easy, so wird's gemacht. Oh Gott, so, erstmal nehmen wir uns halt die Truhe hier, damit wir wieder ein bisschen runterkommen. Da haben wir sie. Gott, oh Gott, oh Gott, das war auf jeden Fall super professionell. So, wir können erstmal diesen Alarm hier sabotieren. Haben wir schon mal einen? Ich glaube, drei müssen wir, ne? Ja, drei müssen wir. Ich würde sagen, dann schlagen wir uns hier erstmal wieder in die Felder. Und vor allem markieren wir wieder mal, Leute. Da sind zwei. Ja. Rest gibt's nicht mehr. Eigentlich sind da drei. Wo ist er denn? Was sind das? Hä? Ach so, ist so ein Typ, der in die Wand läuft den ganzen Tag. Ja, sorry, dass ich den nicht gesehen habe, Mensch. Warum sind die alle wieder da? Oh, guck mal an, Jungs, die sind ja wieder... Oh, was ist denn da los? Okay, pass auf, Jungs, ich hab keinen Bock. Wir machen erstmal einen anderen Teil dieser Gegend. Ist ja echt ein riesiges Gebiet, sag mal. Wir haben uns ja immer schon durchgeschlichen bis da oben. Wo ist denn der Typ hier drüben? Den sehe ich gar nicht. Ist der hinterm Haus? Wir müssen auf jeden Fall immer von Busch zu Busch, Freunde. Und da ist auf jeden Fall noch einer. Zack. So, und der Rest ist eigentlich...
Der Rest müsste ja auch irgendwie rumlaufen, aber ich sehe die nicht. Oh, da war auch einer. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Intruder! I need some help here! So, wir haben ihn auf jeden Fall nicht. Wir haben ihn auf jeden Fall den Typen, der ihn auslösen wollte, haben wir auf jeden Fall umgebracht. Warum attackiert die der? Ah, das verstehe ich nicht. Jungs, ich laufe extra von hinten ran. Jetzt habe ich zwei der komischen Spinner hinter mir. Scheiße, wir brauchen hier. Mann, jetzt hört mal auf! Dann quatschen die mich auch noch auf Englisch zu, Jungs. Das ist mal der geilste. Da ist der nächste mit der Flinte. Oh Gott, sind das viele. Okay, aber vielleicht können wir sie hier im Schilf sozusagen loswerden. Zack, weg ist er. Immerhin, so ein Typ mal platt gemacht. Schon mal gut. Da hinten sind noch ein paar, die markiere ich jetzt mal. Also kann sich ein bisschen hinziehen hier die Mission. So, der ist auch weg. So, ich würde sagen, wir gehen mal wieder hier am Anfang, zum Anfang, für diese Alarmglocke gewesen platt machen. Also sabotieren. War ja sowas von klar. Da oben ist also auch noch dieser Penner drauf. Krass, Mann. Also sind echt richtig viele. Also irgendwie ist das schon eine harte Mission, finde ich. Die könnte man eigentlich aus dem Versteck heraus von hinten platt machen, wenn die anderen Leute nicht alle da wären. Und irgendwie kommst du sofort, ob die alle wieder neu da sind. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Lauf weiter, Junge. Lauf weiter. Ja, das ist die Wahl. Entweder versuchen wir die Glocke irgendwie zu sabotieren. Jetzt zum Beispiel wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen. Oder wir versuchen erstmal ganz in Ruhe. Hier ist wieder dieser komische Läufer. Die nerven mir super, ey. Alter Schwede, du läufst nur von einem Busch zum nächsten und schon sehen dich irgendwie drei Leute. Mann! Die treffen auch immer, ne? Die Typen von da oben. Krasse Typen, ey. Nein! Nein! Hör auf damit! Oh, krass, Leute. Wie lange will der jetzt noch weitermachen? Wir müssen auf jeden Fall aus dem Sichtkreis dieser komischen, guck mal, hier hinterm Haus zum Beispiel, da können wir uns die Schützen halt nicht sehen. Schon mal eine gute Idee. Hey, kommen die runter? Nee. Aber wir tun jetzt endlich mal diese Glocke sabotieren. Zwei von drei haben wir. Und natürlich müssen die Schützen wieder rumballern. Und irgendwie kommt es mir sofort, ob wir die Typen hier alle schon mal umgebracht haben. Kann aber auch nicht stimmen. Die beiden Typen da oben, ey, die sind ja übernervig, Freunde. Wir müssen da eigentlich mal hoch und die beiden umbringen. Kannst du nicht hier rein in den Busch? Okay, was sind das für Deppen? Sind das normale? Normale kann ich umbringen, Freunde. Aus wie zwei normale. Kommt mal her, Freunde, kommt mal her. Können wir pfeifen? Hallo?
Hallo! Ihr Deppen, links! Oh, ja, war jetzt so blöd wieder. So, jetzt hole ich mir die beiden hier oben, Jungs. Jetzt ist es vorbei. Du auch noch? Zack und tschüss. So, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter, wenn es heißt, töte die nächsten 100 Gegner in einem bestimmten Gebiet. Hat ein bisschen länger gedauert, Freunde. Tut mir echt leid. Aber wir werden genau an dieser Stelle quasi in der nächsten Folge weitermachen. Bis denne.